Hallo liebe Citizens und herzlich willkommen zu Video Nummer 16 meiner Star Citizen Einsteigerguide Videoreihe. Zu Beginn, wie immer der Hinweis, den Link zur Playlist mit allen Videos findet ihr unten in der Videobeschreibung. So, in diesem Video ist es endlich soweit, wir starten ins Universe, das heißt in die große offene Star Citizen Welt. Als allererstes, ups, vielleicht soll ich auch sagen, was ich tue. Ich klicke natürlich einmal auf Universe. So, aktuell haben wir natürlich nur ein System, das sogenannte Stanton-System. Und wenn wir da einmal draufklicken, bekommen wir nochmal eine ganz kurze Auswahl. Hier oben können wir eine Serverregion festlegen, die wir gerne hätten. Lasst das einfach auf Best, dann werdet ihr dahin verbunden zu dem Server, zu dem ihr einfach die beste Verbindung habt. Meistens ist es natürlich der EU-Server, der glaube ich in Frankfurt steht. Hier unten haben wir die Möglichkeit, Freunden, die schon im Game sind, beizutreten. Ihr seht schon hier, ein Freund von mir spielt gerade Star Citizen, ist im Universum unterwegs und ich könnte sozusagen jetzt seinem Server beitreten, weil wir haben noch zwei Plätze auf dem Server frei. Das 48 von 50 Leuten sind auf dem Server. Aktuell kann man maximal mit 50 Leuten auf dem Server oder 50 Leute auf einem Server sein, dann ist dieser Server voll. Das heißt, sollte euer Freund leider auf einem Server sein, bei dem schon 50 Leute sind, müsst ihr entweder warten, bis jemand runtergeht und ihr drauf könnt, oder ihr müsst euch dann einen neuen Server suchen. Möchtet ihr mit eurem Freund ganz frisch ins Universe starten, empfehle ich euch, eine Party zu generieren. Ihr habt hier in der Contact-List ja schon, wie ich euch schon gezeigt habe, die Möglichkeit, mit eurem Freund eine Party zu machen. Dann seid ihr alle, wenn ihr zu einer Ahnung, nehmen wir an, ihr seid 5 bis 10 Leute oder sowas, dann habt ihr eigentlich nie die Möglichkeit, so auf einen Server zu kommen. Wenn ihr in einer Party seid, könnt ihr alle gemeinsam auf einem Server kommen. Das heißt, ihr macht eine Party, ladet alle ein und dann joint der Party Leader dem Server. Das heißt, wie joinen wir einem Server? Im Grunde genommen drücken wir jetzt einfach hier unten auf Visit Location. Dann wird uns ein Server zugewiesen. Solltet ihr in einer Party sein, bekommt ihr dann unten rechts eine Einblendung, dass euer Partyleader dabei ist, einen Server zu betreten und werdet dann gefragt, ob ihr diesen Server auch betreten wollt. Also ob ihr alle gemeinsam diesen Server joinen wollt. Um das anzunehmen, müsst ihr Ü drücken. Dann werdet ihr automatisch mit dem gleichen Server verbunden wie euer Partyleader. Das ganz kurz erklärt zum Party-System. So, seid ihr aber natürlich jetzt Singleplayer unterwegs ohne eure Freunde, macht ihr es genauso wie ich. Ihr drückt einfach Visit Location und seid alleine auf einem Server. Beziehungsweise kommt ihr alleine natürlich auf die Station Port Olisar, auf der wir uns jetzt auch aktuell befinden. Das ist der Standard-Spawn-Point aktuell für alle Spieler, die neu hereinkommen. Aktuell liegen wir in unserem wunderschönen Bett und um aufzustehen, drücken wir einmal kurz die W-Taste. So, nun sind wir angekommen auf Port Olisar in unserer kleinen, ja, nicht so ganz so schönen Kabine. Als allererstes gehen wir mal ganz kurz auf die wesentlichen Elemente ein. Was ich euch vielleicht empfehlen könnte, ist als allererstes der Chat. Ich persönlich schalte den Chat als allererstes immer aus. Wir haben die Möglichkeit, wenn wir die Enter-Taste drücken, etwas in den Chat zu schreiben. Ich schreibe jetzt einfach mal ein schönes Hello at all. Einfach nur, um euch mal zu zeigen, wie der Chat ist. Der Chat ist permanent hier oben in der linken Seite verordnet und nimmt meiner Meinung nach aktuell sehr viel Platz ein. Deswegen ist immer das Erste, was ich tue, genau, ihr seht es schon, das allererste, was ich tue, ist immer, ich drücke einmal die Taste F12 und lasse damit den Chat verschwinden, sodass ich nicht mehr die ganze Zeit sehe, was alle schreiben. Ist vielleicht, wie gesagt, auch gerade für euch am Anfang, es nimmt, wie gesagt, sehr viel, wie soll ich sagen, sehr viel Platz aktuell noch ein. So, als allererstes gehen wir nochmal ganz kurz unser jetziges HUD durch. Was sehen wir denn aktuell auf unserem Bildschirm? Also welche Bildschirmelemente haben wir?
Wir haben einmal ganz oben aktuell das Bildschirmelement, haben wir das Bildschirmelement, da haben wir eine Kugel, die durchgestrichen ist. Dieses Symbol bedeutet, dass wir aktuell in einer waffenfreien Zone sind. Das heißt, in dieser Zone können wir weder Schiffswaffen benutzen, noch Handfeuerwaffen. Das heißt, hier wird nicht geballert. Ihr habt hier nicht die Möglichkeit zu ballern. Unten rechts, da seht ihr, wird aktuell nichts angezeigt. Das ist unsere Waffenanzeige. Die können wir hier aktuell nicht auswählen, weil wir sind in einer waffenfreien Zone. Ansonsten bekommen wir hier unten die Informationen zu den Waffen angezeigt, die wir aktuell in der Hand haben. Sehen wir später noch einmal. So, was sehen wir links unten in der Ecke? Da sehen wir schon ein bisschen mehr. Wir haben einmal ganz links unseren Charakter abgebildet. Das ist unser Gesundheitszustand, den wir haben. Je nachdem, wenn wir verletzt sind etc., werdet ihr sehen, dass sich bestimmte Teile des Männchens verfärben. Wir haben, jetzt sind wir praktisch komplett gesund. Wir haben dann den Zustand, dass es bestimmte Teile orange werden, zum Beispiel Füße, Hände, je nachdem werden wir angeschossen. Stolpern wir irgendwie über einen Stein und brechen uns drei Beine, dann werden unsere Beine rot. Wir bekommen auch einen wichtigen Hinweis, wenn wir zum Beispiel bluten oder sowas, dann wird uns unten zum Beispiel angezeigt, dass wir aktuell verbluten und wir doch schnellstmöglich einen Medipen benutzen sollen etc. Dann wird unser Gesundheitszustand praktisch wieder aufgefüllt. Das zeigt uns das kleine, schöne Männchen an der Seite an. Gehen wir ein bisschen weiter rüber, sehen wir unseren aktuellen Puls, der jetzt gerade bei 59 liegt. Und eine schöne, ich weiß gar nicht, wie heißt denn das, ist das eine EKG-Kurve, würde ich jetzt mal sagen, als Laie. Bin da jetzt nicht so ganz im medizinischen Bereich drin. Das heißt, wir haben unseren Puls, unsere EKG-Kurve praktisch unten am Sehen. Und wenn wir dementsprechend Aktionen machen, so, ich springe hier mal, dann seht ihr schon, unser Puls geht nach oben. Das ist natürlich auch so ein bisschen geknüpft wie im echten Leben. Das heißt, irgendwann, wenn unser Puls so hoch ist, dass wir irgendwie bei 150 oder so sind, kommen wir außer Atem. Wir atmen mehr, versteht, was ich meine, also wie im echten Leben. Wir betätigen uns sportlich, das heißt, unser Herz wird schneller, wir kommen langsam aus der Puste und wir verbrauchen auch mehr Sauerstoff, was auch ganz wichtig ist. Dazu kommen wir in den unteren Anzeigen. Unter unserem EKG haben wir die O2-Anzeige, das ist praktisch unser Sauerstoff. Da haben wir einmal den Sauerstofftank, das ist die weiße Linie. Das ist der Füllanstand unseres Anzugs, Sauerstofftanks, den wir mit dabei haben. Und darunter haben wir nochmal den Sauerstoffgehalt unseres Anzugs, den wir haben. Das heißt, unser Tank befördert natürlich Sauerstoff in unseren Anzug hinein und den atmen wir dann ein. Das heißt, als allererstes wird unser Tank verbraucht. Ist der Tank leer, haben wir nur noch das, was wir in unserem Anzug haben. Ist dieser dann natürlich auch leer, ersticken wir. Ganz einfach. Daneben haben wir noch eine kleine Anzeige, dieses Kreuzsymbol mit der 1 daneben. Das sind die aktuell verfügbaren Medipens, die wir dabei haben, um uns zu heilen. Nochmal kurz zum Sauerstoff. Wenn wir uns natürlich in einem Sauerstoffgebiet befinden, das heißt, wo wir Atemluft haben, verbrauchen wir natürlich keinen Sauerstoff aus unserem Tank bzw. unserem Suit. Aktuell befinden wir uns auf einer Raumstation. Dort gibt es natürlich Atmosphäre. Das heißt, wir verlieren keinen Sauerstoff, weil wir natürlich in einem Gebiet sind, wo wir Sauerstoff haben. Sollte unser Sauerstofftank einmal leer werden, beziehungsweise leert sich die Anzeige, müssen wir in einen Bereich gehen, wo Sauerstoff ist. Das heißt, entweder gehen wir in eine Raumstation oder wir gehen in unser Schiff zurück. Dann füllt sich der Tank automatisch wieder mit Sauerstoff auf. Das dauert dann eine Weile, seht ihr aber dann, wie die Anzeige unten langsam wieder voll wird. Das ist sozusagen das, was wir jetzt aktuell haben. Achso, in der Mitte, Entschuldigung, da sieht man gerade ein bisschen schlecht. Haben wir noch unser Radar. Das werden wir gleich nochmal ein bisschen genauer anschauen. Ihr seht das, man sieht es hier wirklich ein bisschen schlecht. Diese Kreise, die wir jetzt unten haben, das sind sozusagen unser normales Radar, auf dem wir dann Leute etc. sehen. Dazu kommen wir aber dann später nochmal im Genaueren. So, kommen wir zum nächsten großen Point, den wir haben. Den erreichen wir, wenn wir die Taste F1 drücken. Dann öffnet sich das sogenannte Mobiglas. Das ist unser Computer, den wir an der Hand tragen, wo wir alles machen können aktuell in-game.
Ihr seht schon, im unteren Bereich haben wir verschiedene Apps etc. Ich werde immer auf das Mobiglas eingehen zu den bestimmten Sachen, die wir haben. Also ich erkläre euch jetzt nicht das komplette Mobiglas. Ich kann euch nämlich sagen, zum Beispiel hier, wir haben hier unten dann Sachen zum Schiff. Wir haben die Navigation. Wir haben Schiffe reparieren etc. Ich gehe auf die Elemente ein, wenn wir sie brauchen. Ich gehe jetzt aktuell nur auf das Mobiglas einmal grob ein und später, immer wenn wir das Element auch brauchen, dann werde ich auch das Element im Mobiglas erklären. Jetzt haben wir die normale Übersicht, die wir einmal hier haben. Gehen wir auch einmal ganz kurz durch. Hier oben seht ihr euren Handle und euren Namen noch einmal eingeblendet. Hier unten seht ihr dann also bei Current Balance seht ihr euer aktuell verfügbares Geld, also eure UEC, die ihr habt, beziehungsweise aktuell natürlich Alpha UEC. Das heißt, das ist euer Geld. Müsst ihr wahrscheinlich im besten Fall, wenn ihr meinen Referral Code benutzt habt, 5000 UEC drinstehen. Oder wenn ihr ihn nicht benutzt habt, dann weiß ich nicht, was Standard-Startgeld ist. Ich weiß eh nicht, was Standard-Startgeld ist. Entschuldigung. Vielleicht müsste bei euch sogar 10.000. Ich glaube, 5.000 hat man immer. Aber das weiß ich jetzt nicht. Es tut mir leid, die Info habe ich nicht recherchiert. Ich habe auf alle Fälle viel mehr, weil ich natürlich mehr USC habe. Daneben haben wir die Anzeige des Crime Stats. Da wird praktisch angezeigt, wenn ihr was Böses angestellt habt, bekommt ihr einen Crime Stat. Dieser wird dort angezeigt, was ein Crime Stat ist, wie ihr ihn bekommt, wie ihr ihn vor allem auch wieder loswerdet. Das erzähle ich euch in einem extra Video. Da gibt es ein Video, das sich nur um den Crime Stat kümmert. Hier unten haben wir dann einen Vehicle-Status. Wir haben aktuell kein Schiff gespawnt, deswegen wird uns da auch nichts angezeigt. Daneben haben wir dann nochmal unseren Vitalmonitor. Da haben wir nochmal unseren Puls, unsere EKG-Kurve und natürlich nochmal unseren Gesundheitszustand, den wir natürlich unten in der Ecke auch haben. Dann haben wir unten noch Missionen, die wir tracken. Aktuell tracken wir natürlich auch keine Missionen. Deswegen wird auch hier nichts angezeigt. Hier haben wir im rechten Bereich nochmal genauere Informationen zur Atmosphäre. Wir haben ich weiß nicht, wie man das jetzt im Fachjargon nennt, wir haben ein Messgerät in unserem Anzug verbaut oder in unserem Mobiglas, das die Atmosphäre um uns herum analysiert und uns praktisch sagt, können wir hier atmen oder nicht. Und das wird jetzt praktisch hier angezeigt. Hier haben wir einmal den Luftdruck, der uns angezeigt wird. Also Pressure ist der Druck. Und die Zusammensetzung der Luft. Je nachdem, wie natürlich die Zusammensetzung ist, können wir entweder atmen oder eben nicht. Zum Beispiel haben wir jetzt irgendeinen Planeten, der viel CO2 hat und natürlich wenig Sauerstoff oder so. Dann können wir dort natürlich nicht atmen, ganz klar. Da müsst ihr sozusagen darauf achten, wenn ihr irgendwo unterwegs seid auf einem Planeten, theoretisch kann ich meinen Raumanzug ausziehen oder ersticke ich. Das findet ihr sozusagen mit dieser Anzeige heraus. Dann haben wir darunter noch den Suit-Status. Das sind eben nochmal die im ersten Bereich das Oxygen-Level unseres Anzuges, wie ja schon gesagt, unser Anzug einmal. Und das Level unseres Tanks. Beide haben wir jetzt natürlich auf 100%. Wir sind, wie gesagt, innerhalb einer Raumstation. Und dann haben wir daneben nochmal das Fuel unseres Anzuges. Wir können uns natürlich im Weltraum bewegen. Also ohne Schiff, meine ich jetzt. Das heißt EVA. Und da haben wir jetzt sozusagen auch einen bestimmten Treibstoff in unserem Anzug drin, der es uns ermöglicht, damit wir im Weltall, also in Schwerelosigkeit, navigieren können. Das heißt, wenn wir uns draußen bewegen, sinkt auch das Fuel-Level natürlich. Ist es auf Null, treiben wir einfach in den endlosen Weltall davon und wir sind einfach weg. daneben haben wir dann den Power-Output, das ist praktisch der Strom unseres Anzugs oder der Strom für das Mobiglas und eben all unsere Systeme brauchen natürlich Strom. Das ist sozusagen das Level, was wir aktuell an Power haben. Beziehungsweise wenn es irgendwann zu wenig ist, dann funktioniert einfach unser Anzug auch nicht mehr. Darunter haben wir dann eine Zeit angezeigt. Diese sagt uns, wie lange wir unterwegs sein können aktuell mit dem Sauerstoff, den wir im Tank und Anzug haben. Diese Anzeige ist eine grobe Berechnung. Wir müssen immer bedenken,
welche Rüstung haben wir an? Ich habe es im Star Marine Video schon mal gesagt, umso schwerer die Rüstung, umso anstrengender ist es, dass wir uns bewegen. Das heißt, umso mehr Sauerstoff benötigen wir. Wenn wir rennen, also das heißt Vollgas irgendwo hinrennen, steigt unser Puls, wir atmen schneller, wir brauchen mehr Sauerstoff. Das heißt, diese Faktoren beeinflussen die Zeit. Wenn wir zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwo unterwegs sind und wirklich Fullspeed irgendwo hinrennen, können wir keine 1,5 Stunden rennen. Das funktioniert nicht. Also ihr müsst immer ein bisschen bedenken, je nach Loadout, je nach Verhalten, ändert sich diese Zeit. Es ist wirklich nur eine grobe Zeit, wie ihr es abschätzen könnt, wie lange ihr unterwegs sein könnt. So, das war's zur ersten Seite des Mubi-Glases. Ach nee, Entschuldigung, war es noch gar nicht. Ich habe die unteren Elemente vergessen. Entschuldigung. Hier unten haben wir auch nochmal die kurze Quick-Anzeige. Unser Suit-Tank und nochmal die EVA-Fuel etc. Und auch nochmal unsere Credit-Balance. Genau, hier unten habe ich ja schon gesagt, hier sind sozusagen unsere verschiedenen Apps. Auf Comlink kann ich nochmal kurz eingehen. Comlink ist praktisch unsere Kommunikationszentrale. Da sehen wir hier nochmal den allgemeinen Chat, den wir haben. Und aktuell auch welche Mitglieder, sage ich mal, Teil des Chats sind. Hier finden wir nochmal unsere Contacts, die wir haben. Also unsere normale Freundesliste sozusagen. Und wenn ein Freund online ist, beziehungsweise mit uns auf dem gleichen Server, da haben wir, ja, ich bin natürlich jetzt mit keinem auf dem Server. Wer war denn vorher online? Kann ich da noch mal kurz? Ich habe sehr, sehr viele Freunde. Braucht man mal jemanden, ist keiner da, gell? So, er war doch vorher online. Ja, natürlich. Also ihr könnt dann hier mit einem Rechtsklick auf die Kontakte, die dann praktisch auch nochmal zu einer Party einladen. Beziehungsweise könnt ihr auch dann mit denen chatten, beziehungsweise auch im Party-Chat habt ihr hier dann sobald, also die Channels, sobald ihr in einer Party oder sowas seid, seht ihr auch hier, habt ihr dann auch die Party-Chats und könnt dort dann praktisch auch nochmal miteinander chatten, wenn ihr da Bock drauf habt. Ansonsten gibt es eigentlich zum Chat, glaube ich, nicht viel sagen. Also könnt ihr unten was reinschreiben und das natürlich dann absenden. Mehr gibt es eigentlich aktuell nicht. Um wieder zurück auf die Hauptseite zu kommen, müsst ihr eben diesen runden Button hier unten zu drücken. Dann kommt ihr immer wieder auf eure Startseite des Mubi-Glas. So, das war es jetzt aber erstmal zur Einführung in das Mubi-Glas. Wie gesagt, alle weiteren Elemente kommen dann, sobald wir diese benötigen. So, jetzt sind wir natürlich immer noch hier in unserer kleinen hübschen Unterkunft und wir wollen natürlich einmal raus. So, um rauszukommen, müssten wir die Taste drücken, die hier, diese Tür müssen wir drücken. Doch wie machen wir das? Indem wir die Taste F drücken. Die Taste F ist immer unser, wie soll man sagen, Kontextmenü. Das heißt, drücken wir F, bekommen wir Auswahlmöglichkeiten, in dem Fall jetzt zum Beispiel Open. Und die Tür öffnet sich. Ja. Und wir steigen in, oder wir laufen, sage ich, wir steigen nicht aus, wir laufen in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit umher. die Geschwindigkeit, die Laufgeschwindigkeit eures Characters könnt ihr ändern, indem ihr das Mausrad benutzt. Mausrad nach vorne. Dann beschleunigen wir einmal. Und laufen schneller. Mausrad wieder zurück. Werden wir langsamer. No. Relativ easy. Das ist also jetzt die schnellste Geschwindigkeit, die wir sozusagen im normalen Laufen haben. Wollen wir rennen, drücken wir die Shift-Taste und wir legen nochmal einen Zahn zu. Das ist dann Rennen. So. Das heißt, wir haben von Gehen bis Rennen alles. Auch hier sehen wir dann natürlich, ups, das war die falsche Taste, die ich da gedrückt habe. Wenn ich jetzt ein bisschen umherrenne und ein bisschen springe, so, dann seht ihr schon, was unser Puls zum Beispiel unten macht. Ich will ihn mal kurz ein bisschen hochpumpen hier. Zack, zack, zack. So, ihr hört das jetzt auch visuell, wir atmen viel mehr
unsere Herzrate, wieso will ich es auf Englisch aussprechen, wenn ich es auf Deutsch kann? Unser Puls wird immer höher, wir kommen immer außer Atem und es wird immer alles schlimmer. Und jetzt kriegen wir langsam, oh mein Gott, wir kommen außer Atem, wir werden fast ohnmächtig, bla bla bla, und wir kriegen unten eine Warnung. Wenn wir jetzt mal ganz schnell F1 drücken, dann seht ihr, habt ihr auch gerade unten gesehen, dass unser Oxygen-Time gerade bei 36 Minuten war. Es war nur ganz kurz. Die pendelt sich jetzt wieder ein, weil der Puls relativ schnell runtergeht. Aber ihr seht auch hier, vorher haben wir 1 Stunde 37 gehabt. Jetzt hätten wir nur noch 1 Stunde 14, weil wir eben durch unsere jetzige Aktivität viel mehr Sauerstoff verbraucht haben. Das nur nochmal zu dem Level. So, ihr seid auch die Zeit steigt langsam wieder. Genau, das zum, wie nennt man's, Fortbewegung, schnelle, langsame Fortbewegung, etc. So, jetzt wollen wir aber mal ein Schiff spawnen, beziehungsweise wollen wir natürlich weiterkommen. Ganz kurz, ihr kommt praktisch immer hier in einer dieser Kammern, kommen wir raus und werden gespawnt. Wir können aber auch nicht mehr zurück. Das wird zum Spawn. Das heißt, jeder Spieler, der neu hierher kommt, wacht in so einer Kabine auf. Wir gehen dann durch die Tür. Also es kommt immer ein bisschen darauf an, wo ihr jetzt wirklich rauskommt. Dann seht ihr das schon, aber es ist wurscht. Es gibt, seht irgendwie alles gleich aus. Ihr werdet irgendwie weiterkommen hier runter zu einer Treppe. So, dann gehen wir durch diese Tür. Und kommen sozusagen in die, ja, Main Area der Raumstation. Es gibt verschiedene, ich weiß gar nicht, wie man das jetzt nennt, Plattformen auf der Station. Das heißt, wenn ihr euch eventuell mit Freunden treffen wollt, ist diese Zahl hier, wir sind jetzt auf Deck C, also es gibt verschiedene Decks, auf denen ihr spawnen könnt. Das hier ist Deck C. Es gibt A, B, C, D. Das heißt, ihr könnt zwar mit dem Freund zusammen joinen, es kann aber sein, dass er nicht auf der gleichen, er ist zwar auf der gleichen Raumstation, aber nicht auf dem gleichen Deck wie ihr. Deswegen wundert euch nicht, wenn euer Freund zum Beispiel nicht neben euch aus der Tür rauskommt. Dann schaut bitte eben, wie gesagt, ihr seht schon hier, überall ist es angezeigt, auf welchem Deck ihr euch befindet. Das kurz nebenbei am Rande erwähnt. So, jetzt geht es aber mal weiter. Wir wollen ein Schiff spawnen. Dazu gehen wir zu diesen schönen Konsolen, drücken F und dann natürlich wieder die Maustaste zum Usen. So, hier haben wir jetzt unseren Fleet Manager. In diesem werden uns alle Schiffe angezeigt, die wir besitzen und die wir eventuell spawnen können. Wir haben verschiedene Informationen, die uns das Panel gibt. Als allererstes haben wir natürlich das Vehikel, das heißt, welches Schiff ist es denn? Info, was mit diesem Schiff gerade ist. Stored bedeutet, dass es in einer Raumstation praktisch aufgehoben ist, sozusagen. Das heißt, es ist eingelagert. Beziehungsweise daneben dann auch, wo es eingelagert ist. Ihr seht es zum Beispiel jetzt hier bei meinem Origin 325A. Das Schiff ist eingelagert auf der Station Hurston. Da war ich das letzte Mal mit dem Schiff. Da habe ich dann, bin ich sozusagen gelandet. Und da bleibt es dann auch. Ups, jetzt hat er mich rausgeschmissen. Es geht immer nach einer Weile, werdet ihr auch von der Konsole weggeschmissen. Wenn da jetzt nichts steht, das heißt, es steht keine Location oder sowas dran, dann bedeutet, das Schiff ist praktisch überall verfügbar, weil es noch nie gespawnt worden ist. So, warum ist das wichtig? Zum Beispiel, ihr seht jetzt hier den 325A. Also ihr könnt spawnen, indem ihr auf hier auf den Pfeil klickt. So, ich befinde mich aber aktuell auf der Station Port Olisar. Mein Schiff ist aber in der Location Hurston. Es ist in Hurston eingelagert. Deswegen kann ich mein Schiff hier nicht rufen, weil es nicht da ist. Schlecht, weil wenn es nicht da ist, kann ich es halt nicht spawnen. So, habt ihr natürlich ein Schiff, was noch nie irgendwo gespawnt ist oder was vielleicht natürlich auf Port Olisar ist. Das heißt, wenn hier dann Port Olisar steht, wisst ihr, ah, okay, mein Schiff ist hier. Und dann könnt ihr es hier spawnen.
Es gibt noch den Status natürlich, keine Ahnung, es kann sein, ihr seid auf einem Planeten oder es ist irgendwo im Weltall. Es gibt verschiedene Locations, dann zeigt es euch halt an, wo das Schiff gerade ist. Ob ihr dann dahin kommt und euer Schiff wiederholen könnt, ist natürlich eine andere Sache. Wenn ihr irgendwo im Spiel euer Schiff irgendwo im Weltall verliert, dann ist es weg. Erstmals jedenfalls. Sollte es natürlich destroyed sein, dann bekommt ihr den Status destroyed. Das seht ihr dann auch. Dann habt ihr die Möglichkeit, euer Schiff zu claimen. Das könnt ihr hier hinten machen. Claim bedeutet praktisch, ihr beansprucht eure Versicherung und bekommt sozusagen ein neues Schiff. Ihr seht schon hier oben, Claim, Vehicle, Insurance. Das heißt, ist euer Schiff zum Beispiel destroyed oder funktioniert nicht richtig, whatever, dann könnt ihr das claimen. Ihr könnt jetzt aber zum Beispiel auch sagen, ich habe nur ein Schiff. Also ihr habt zum Beispiel nur die Aurora und euer Schiff steht auf Hurston. Ihr seid aber jetzt auf Port Olisar, warum auch immer, vielleicht durch den Spielfehler. Euch hat ein Freund vielleicht mitgenommen, ihr seid zusammen nach Hurston, dann seid ihr mit dem anderen Freund zurückgeflogen nach Port Olisar, deswegen seid ihr jetzt in Port Olisar und ihr kommt nicht mehr an euer Schiff, weil ihr habt nur ein Schiff und könnt natürlich nicht nach Hurston fliegen, wenn euch keiner mitnimmt. Dann habt ihr natürlich die Möglichkeit, euer Schiff zu claimen. Dann wird es praktisch die Versicherung in Anspruch genommen und ihr bekommt ein neues Schiff. Dazu sehen wir jetzt hier Delivery Time, das ist die Zeit, auf die ihr abwarten müsst, bis ihr euer Schiff bekommt. Das heißt, ich muss jetzt 8 Minuten und 45 Sekunden warten, bis ich mein neues Schiff sozusagen ausgeliefert bekomme. So, möchte ich das, drücke ich einmal unten auf File a Claim und dann geht's los. Dann seht ihr schon hier, die Zeit läuft ab, bis mein Schiff da ist. Die Location resettet sich natürlich, weil es ist nicht mehr da. Dann haben wir jetzt unten eine Anzeige dazu bekommen und zwar eine Zeit, die hier auch abläuft. Ihr seht jetzt hier 1 Minute 28 und darunter einen Geldbetrag, der auch runtertickt, das heißt Alpha UEC. Das bedeutet so, ich kann jetzt was bezahlen, das heißt aktuell sind es jetzt 372 Alpha UEC, um mein Schiff schneller zu bekommen. Das heißt, ich kann jetzt eben diese 368 Alpha UEC bezahlen, dann bekomme ich mein Schiff schon in einer Minute jetzt wieder zurück. Das heißt, wer ungeduldig ist, beziehungsweise umso wertvoller das Schiff, umso höher die Zeit, die ihr warten müsst. Es gibt Schiffe, da müsst ihr 1,5 Stunden drauf warten. Das sind dann die ganz dicken Schiffe. Dann habt ihr eben die Möglichkeit, ups, jetzt habe ich wieder rausgeschmissen hier. Ich gehe nochmal kurz rein. Dann habt ihr eben die Möglichkeit, hier nochmal was extra zu bezahlen von euren Alpha UECs, um euer Schiff einfach schneller zu bekommen. Macht natürlich bei den kleineren Schiffen weniger Sinn. Deswegen am besten die Zeit einfach abwarten. So, die Zeit läuft auch hier nochmal, das ist im Status eben, dass euer Schiff wiederkommt. So, das zum Fleet Manager und wie ihr euer Schiff wiederbekommt, wenn ihr es verloren habt, kaputt gemacht habt oder ihr einfach gerade nicht mehr rankommt. Ansonsten seht ihr noch den Fokus und den Cargo, das das Schiff hat und die maximale Crew, die euch angezeigt wird. Entschuldigung, nicht die maximale Crew. Die minimale Crew ist das, glaube ich, aktuell. Aktuell steht eh überall 1 dran, was mich gerade eh wundert. Aber ist egal. Aber Cargo Capacity ist, denke ich mal, ganz interessant, wenn ihr vielleicht was transportieren wollt. Und der Fokus, ihr seht zum Beispiel Racing, Luxury, Light Fighter, ist eigentlich erstmal relativ uninteressant für euch. So, wir wollen aber natürlich jetzt unser Schiff spawnen. Ich suche mir jetzt einfach mal eine Aurora in meiner langen Liste hier. Genau, Aurora MR. Das ist euer Starterschiff. Ihr seht schon, das ist ein leichter Fighter. Mein Gott. Dass der mich hier immer wieder raushaut, die Drecksau. So, und wir spawnen das Schiff jetzt einmal. Ihr drückt also auf den Pfeil und jetzt wird euer Schiff für euch delivered. Wir warten ganz kurz. So, und jetzt sehen wir, unser Schiff steht auf dem Pad C01. C, ganz klar, wir befinden uns auf Plattform C. Deswegen natürlich immer C. Jetzt sehen wir hier Wegweiser. Wir sehen, hier geht es nach Deck 5, 8 und 9. Wir müssen C01. Hier sehen wir auch schon die Markierung. So, hier geht es von 0 bis 4. Das heißt, wir müssen da lang laufen. So, diese Türen gehen automatisch auf. Hier sehen wir auch nochmal C-Pad 00 bis 04. Sind wir also richtig. So, wir gehen in die Luftschleuse rein, wenn ihr hier drin seid.
müsst ihr einmal die Luftschleuse betätigen. So, wir machen, das sind Luftschleuse, das heißt, wir gehen jetzt außerhalb, also wir gehen nach draußen auf die Station, das heißt, wir haben natürlich, nein, jetzt habe ich den Moment verpasst. Okay, müssen wir eine extra Runde drehen. Das bedeutet natürlich, wir gehen jetzt raus in den luftleeren Raum, deswegen eben eine Luftschleuse. So, jetzt ist wichtig, wenn ihr in der Luftschleuse gestorben seid, dann hattet ihr keinen Raumanzug an. Standardmäßig habt ihr natürlich immer euren Raumanzug an, aber ihr müsst dran denken, wenn ihr da mal ein bisschen rumspielt und euch wundert, okay, warum ersticke ich denn jetzt? Dann liegt es daran, dass ihr keinen Raumanzug anhabt. Wie ziehe ich meinen Raumanzug an oder aus? Das geht ganz einfach im Mobiglas. Wir haben im Mobiglas einmal den Equipment Manager hier unten drin. Ihr seht das schon an dem kleinen Männchen. Das ist im Grunde genommen genau das gleiche, was wir auch schon im Star Marine Video gesehen haben. Hier können wir praktisch unseren Charakter an- und ausziehen und eben bestimmen, welche Waffen wir etc. dabei haben. Ihr seht schon hier, es ist wirklich genau das gleiche Prinzip. Wir können uns hier einen Undersuit aussuchen. Wir können uns hier die Waffen aussuchen, die wir denn gerne dran haben möchten. Wir haben hier wieder unsere Armor, die verschiedenen, die wir anziehen können. Und auch hier können wir wieder unsere Medipants etc. Mitnehmen. Das ist, wie gesagt, eigentlich genau das gleiche, wie im Star Marine Video schon erklärt. Schaut, dass ihr praktisch den Undersuit anhabt. Das ist praktisch euer Raumanzug, das ist wichtig. Undersuit. Und dazu natürlich bitte einen Helm. Diese habt ihr auch standardmäßig immer im Inventar. Hier Odyssey Alpha Helm. Das ist das, was ihr eigentlich immer da habt. Genauso den Odyssey Alpha Undersuit. Das ist das Standard-Loadout. Das habt ihr eigentlich immer automatisch an. Armor ist wie gesagt nur gegen Schaden. Das heißt, ihr braucht, um im Weltall zu überleben, keine Armor. Braucht ihr euch nicht kaufen. Es reicht Undersuit, Helm auf. Mehr braucht ihr nicht. Dann ist alles gut. Wie gesagt, erreicht ihr hier unten über den Equipment Manager. Standardmäßig habt ihr aber eigentlich immer einen Raumanzug an. Ihr habt aber natürlich auch die Möglichkeit, einen Raumanzug auszuziehen, um dann praktisch in Straßenkleidung unterwegs zu sein. Das könnt ihr machen auf eurem Schiff innerhalb von Raumstationen, wo halt Luft ist, könnt ihr den Suit einfach ausziehen. Weil wenn ihr dann zum Beispiel jetzt hier keinen Helm anhabt, Unequip. So, jetzt seht ihr, ich habe keinen Helm mehr an. Wenn ich jetzt hier auf Save drücke, dann merkt ihr, ich ersticke gerade. So, Mobiglas wieder auf. Ihr habt natürlich eine gewisse Zeit, bis ihr erstickt. Zack, schnell wieder anziehen. So, ihr habt es gehört, er kriegt wieder Luft, der kleine Mann. So, genau. Also wenn ihr dieses Geräusch hört, dann seid ihr am Ersticken. So, wir laufen jetzt aber weiter zum Pad. So, Chat wieder ausschalten. Ihr seht schon, hier hat jemand sein Schiff gespawnt. So, wir sind jetzt auf genau, also hier oben steht es überall dran, auf welchem Pad ihr müsst. Natürlich bin ich natürlich einfach weitergelaufen, ohne was zu sagen. Auch hier oben habt ihr wieder die Wegweiser. Hier geht es zu 00 bis 02. Unser Schiff steht auf 01. So, da ist es nämlich auch schon. Genau, ihr seht das natürlich auch in der Markierung, wie weit ihr von eurem Schiff weg seid an der blauen. Und dass wir auf Pad 01 stehen. So, um in unser Schiff einzusteigen, drücken wir auch wieder die Taste F. Und drücken dann Enter Ship. Dann steigen wir einfach direkt ins Schiff ein und die Tür schließt auch automatisch. Hinsetzen tun wir dann uns dann auch ganz normal wieder Taste F, den Sitz anwählen und dann einfach Enter Pilot Seat auswählen. Dann setzen wir uns automatisch hin. So, wenn wir sitzen, auch gleich interessant, wie stehen wir denn wieder auf? Gibt es normalerweise immer zwei Möglichkeiten. Wir können F drücken, ganz nach links. Links, rechts, links Schwäche, ganz nach rechts schauen. Manchmal geht es auch nach links, je nach Schiff. Exit auswählen, dann steigen wir wieder aus.
Es gibt auch eine Taste dafür, das wäre dann die Taste H, die ihr drücken könnt. Mit der Taste H steigt ihr grundsätzlich immer aus. Also es gibt ja verschiedene Elemente, wir können uns auf Stühle setzen, wir können uns in Schiffssessel setzen, wie jetzt zum Beispiel auch, also auch in, also wenn es jetzt nicht ein Pilot Seat oder sowas ist, mit der Taste H könnt ihr aber aufstehen, egal welches Element das ist. So, wir sitzen in unserem Schiff. Aktuell geht nicht wirklich viel, denn es ist aus. Gut bemerkt, ja? So, wir drücken wieder die Taste F und dann haben wir verschiedene Optionen. Es ist immer je nach Schiff, habt ihr verschiedene Knöpfe. Wir gehen ganz kurz mal durch. Ich denke, es ist relativ easy zu beschreiben. Wir haben einmal Open Exterior. Das können wir einmal drücken. Damit könnt ihr die Tür aufmachen. Ganz kurz einmal schauen. Ihr seht, Tür auf. Leitern unten. So. Ist natürlich bei der Aurora jetzt nicht ganz so interessant, weil kann fast keiner einsteigen. Wenn wir aber zum Beispiel jetzt in einem Schiff sitzen, wo jemand einsteigen möchte, könnt ihr von da aus zum Beispiel die Tür aufmachen, dass er einsteigen kann. So, dann haben wir hier auch die Möglichkeit, unser Schiff, wie soll man sagen, auf- und zuzusperren. Das ist eben das eben Unlock und Lock. Jetzt Lock ist praktisch, jetzt ist mein Schiff zugesperrt, das heißt, keiner kann in mein Schiff rein. Das heißt, wenn jetzt einer einsteigen möchte, geht nicht, er kann die Tür nicht aufmachen. Wollen wir aber zum Beispiel, dass irgendjemand reinkommen soll in unser Schiff, müssen wir das immer erst hier freischalten, Lock bzw. Unlock machen. Das ist einfach die Zentralverriegelung unseres Schiffes. So, dann haben wir zu Beginn einmal verschiedene Options. Wir können einmal den Strom einschalten, also erstmal die Power einschalten. Das heißt, jetzt Strom in unserem Schiff und die Systeme fahren hoch. Wir können aber jetzt noch nicht fliegen. Also ihr merkt schon hier, ihr seht, er nutzt den Joystick, aber es passiert nichts. Denn wir sind in der Power erstmal drin. Wir gehen aber trotzdem einmal ganz kurz das HUD durch, beziehungsweise HUD-Elemente. Ich gucke mal ganz kurz hier ein bisschen nach oben. Wir haben oben rechts natürlich immer noch die Anzeige, dass wir uns in einer waffenfreien Zone befinden. Darunter haben wir dann die Anzeige aktuell No Target. Ich kann mal was ins Target nehmen. Nein, kann ich nicht. Doch, kann ich. Wird das angezeigt, wenn wir zum Beispiel, wie gesagt, ein Schiff ins Target nehmen. Da sehen wir dann das Schiff erstmal an sich. Beziehungsweise den Status des Schiffes. Wir sehen die Schilde um das Schiff herum. Wir sehen den Gesundheitszustand des Schiffes. Das heißt, wenn wir zum Beispiel, dass jetzt ein Gegner wäre, dann würden wir sehen, wenn er Schilde verliert, beziehungsweise wenn sein Schiff schon beschädigt ist, dann färbt sich das orange, rot und so weiter und so fort. Darunter haben wir dann den Typ des Schiffes, das ist jetzt eine Cutlass Black, das ist das Schiff, was hinter uns steht, noch auf dem Landingpad. Die aktuelle Entfernung zum Schiff sind jetzt 63 Meter und darunter würden wir dann wie nennt man denn das? Jetzt ist er weg. Kriegen wir noch einen anderen. Jetzt kriegen wir wieder rein. Ein anderes 4000 Meter weg. Hier sehen wir ganz kurz die EM und die IR-Ausstrahlung des Schiffes. Also elektromagnetisches Feld bzw. die Wärmeausstrahlung, Abstrahlung des Schiffes. Schauen wir einmal auf die linke Seite. Haben wir eigentlich das gleiche für unser eigenes Schiff. Wir sehen unser Schiff in der Mitte, den Gesundheitszustand unseres Schiffes. Auch hier färbt sich das je nachdem von blau nach rot durch. Wir sehen, je nachdem natürlich, was beschädigt ist, dann sehen wir einmal die Schilde um uns herum, den Status der Schilde, die werden immer kleiner, wenn wir Schilde verlieren. Und darunter sehen wir dann praktisch unsere Signatur, die elektromagnetische Signatur und auch eben auch die Wärmesignatur, die IR-Signatur. Das ist erstmal unser Helm-HUD. Ihr seht auch, das bewegt sich immer mit. Das heißt, es ist eine Projektion in unserem Helm. So, dann schauen wir uns einmal nach und nach die MFDs an. Das sind sozusagen die Multifunktions-Displays in unserem Schiff, die wir haben. Wir haben hier als allererstes einmal unsere Kontakte. Wie wir sehen, achso, Entschuldigung, ich muss noch sagen. Ihr drückt auch hier wieder die Taste F, kriegt dann den Cursor.
und könnt dann mit der Maus, mit dem Mausrad ranzoomen und habt dann eben die Möglichkeit, diese MFDs zu bedienen. Hier haben wir unsere Freundesliste und aber zusätzlich noch die Leute, die sich um uns herum befinden. So, wir haben jetzt zum Beispiel hier den Port Olisar Landing Service. Klar, wir sind auf Port Olisar und haben hier noch andere Spieler. Zum Beispiel John Forge ist ein anderer Spieler, der sich langsam von uns entfernt. Das wird uns praktisch hier alles angezeigt, beziehungsweise haben wir hier das Funksymbol. Damit können wir dann andere bzw. Funkstellen anfunken, wenn die sich in der Nähe befinden. Aktuell ist es natürlich nur für Landing Services etc. möglich. Ich gehe mal kurz raus, dann kommen wir zum nächsten MFD. Hopsala. So. Kommen wir mal zur, ja, wie soll man das nennen? Zur Energieverteilung. Genau, Energieverteilung ist, glaube ich, das die beste Aussage dafür. Wir haben hier ein Energiedreieck, nenne ich das jetzt einfach mal, und haben die Möglichkeit, unsere Energieverteilung zu ändern, indem wir das hier verziehen. Wir haben hier in dieser Ecke die Waffen, die Schilde und den Antrieb. Ihr seht, was aktiv ist. Ihr seht, aktuell ist der Antrieb noch nicht mal weiß. Liegt daran, wir haben den Antrieb ja noch gar nicht eingeschaltet, deswegen können wir auch noch nicht fliegen, also nicht wundern, dass das hier noch gar nicht aktiv ist. Also hier können wir sozusagen verändern, wie viel Energie wir versorgen wollen. Ausgeglichen ist natürlich das. Es kann natürlich verschiedene Situationen geben, in der wir zum Beispiel die Schilde verstärken wollen. Wir sind im Fight oder sowas und wollen zum Beispiel dann mehr Ladung, also mehr Strom, mehr Energie in die Schilde geben, damit die sich zum Beispiel schneller rechargen. Dann wäre es zum Beispiel sinnvoll, wenn wir den Schilden ein bisschen mehr Energie geben. Oder wenn wir ein relativ großes Schiff haben und wollen von einem Planeten aufsteigen, wäre es vielleicht sinnvoll, dass wir die komplette Power erstmal auf die Antriebe geben, damit wir einfach schneller bzw. mehr Power einfach auf dem Antrieb haben, um besser starten zu können. Im oberen Bereich sehen wir den aktuellen Verbrauch, den wir haben. Wir sind aktuell bei 0,18. Es läuft ja noch nicht wirklich was bei uns. Deswegen sind wir noch sehr niedrig. Wir haben hier eine Markierung, die uns den Stealth-Modus markiert. Das heißt, wenn unser Energieverbrauch unter dieser Linie hier ist, dann sind wir im sogenannten Stealth-Modus. Das heißt, unsere Signatur, unsere EM- und IR-Signatur, ist praktisch so niedrig, dass wir von dem Radar anderer Spieler schwer erkannt werden, beziehungsweise nur noch, wenn sie relativ nah an uns dran sind. Kommen wir da drüber, ist unsere Signatur natürlich relativ hoch, das heißt, wir haben relativ hohe elektromagnetische Ausstrahlung, große Hitze etc. Dadurch werden wir auf dem Radar der Gegner natürlich auch schneller erkannt. Das zeigt uns eben das hier an. Genau, hier haben wir dann auch die maximale Power aktuell, wie gesagt 0,18%, was wir verbrauchen. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass wir zu viel Energie verbrauchen. Wenn der Powerplant nicht hinterherkommt, weil wir zu viel Energie brauchen, dann fehlt es uns irgendwo an Strom und dann fallen irgendwelche Systeme aus. Ganz klar. Genau, wir können das hier noch ein- und ausschalten. Es schaltet sich aber eigentlich alles ein. Wir haben hier noch einen Stealth-Knopf. Wenn wir diesen drücken, werden die Systeme automatisch so weit reduziert, dass wir im Stealth-Modus, das heißt, dass wir unter diese Markierung hier rutschen. Das heißt aber natürlich, dass alle Systeme runtergefahren werden, was bedeutet, unter Umständen funktionieren Systeme dann nicht mehr ordentlich. Müsst ihr aufpassen. Ansonsten können wir oben dann nochmal auf die Items gehen. Hier bekommen wir nochmal genau den Zustand etc. der ganzen Items angezeigt. Wir sehen hier, ups, das war rausgezoomt, Entschuldigung. Ich zoome nochmal kurz neu rein. Zack, so. Wir sehen hier also die verschiedenen Komponenten, die wir haben und was aktuell der Status ist, was sie verbrauchen, wie gesund sie sind etc. Wir sehen zum Beispiel so, der Rootneck, das ist der Name unseres Powerplants.
Der ist aktuell eingeschaltet, seine Gesundheit, das Herzchen ist bei 100% und er hat eine Temperaturabstrahlung von 433. Ihr seht auch das Level, was er praktisch hat. Aktuell brauchen wir nicht so viel Strom, weil wir fliegen ja noch nicht und machen aktuell nichts, deswegen ist er noch nicht ganz ausgelastet. Genau, dann haben wir die Hydrocells, das sind unsere Kühler. Davon haben wir zwei Stück verbaut. Der EEOS, das ist der Quantum Drive. Ihr seht schon, der ist gar nicht eingeschalten, weil wir reisen aktuell nicht, wir fliegen nicht, deswegen ist er noch aus. Können wir zum Beispiel jetzt hier auch einschalten. Dann würde der praktisch angehen, aber wir sehen hier alles auf Null. Dann haben wir den Ping, das ist unser Scanner. Die Bulwark haben wir zwei Stück, das ist unser Schild. Das heißt, zwei Schilde haben wir ja verbaut. Ganz normal unsere Schilde. Dann sehen wir auch hier unsere Waffen, die wir eingebaut haben. Yellow Jacket GT und die Laser Cannons. Wir dürfen nicht vergessen, ich habe im Rear Commander Videos andere Waffen an das Schiff rangebaut. Deswegen wundert euch bitte nicht, dass bei mir jetzt hier andere Waffen stehen wie bei euch wahrscheinlich. Weil ich glaube nicht, dass ihr M3A Laser an der Aurora habt. Deswegen bitte nicht wundern, dass ihr hier andere Waffen habt. Wir haben auch hier die Möglichkeit, bestimmte Komponenten zu overclocken. Das bedeutet, die werden praktisch kurzzeitig in der Leistung gesteigert, was aber natürlich zu Ungunsten der Teile geht. Das bedeutet, sie werden heißer, sie können beschädigt werden, sie können schneller kaputt gehen, etc. Es ist... Achso, jetzt habe ich ausgeschaltet. Fuck. Ihr seht jetzt, ich habe den Powerplant ausgemacht. Das heißt, das ganze Schiff geht aus. Moment. Ja. Weil wir die Stromverbindung gekappt haben. Ich wollte eigentlich den Overclock wieder ausschalten. Genau, also Overclock ist sozusagen Notfall. Das ist wie im echten Leben. Wenn ihr was zu lange, zu massiv overclockt, dann kann es kaputt gehen. Deswegen machen wir das jetzt wieder aus. Ist praktisch eigentlich nur für den Notfall gedacht. Irgendwie mal schnell, keine Ahnung, die Schilde overclocken möchte im Fight, etc. pp. Würde ich aber erstmal so ein bisschen die Finger von lassen. Denk mal, das solltet ihr in einer Aurora nicht benötigen. So. Kommen wir zum nächsten Bildschirm hier unten. Das System zeigt uns praktisch unsere Levels an, die wir haben. Daran können wir praktisch unsere Signatur ein bisschen bestimmen. Ihr seht schon, die Wellen laufen, oben wie unten, auch hier im linken Bildschirm. Ihr habt gerade gesehen, unsere Schilde, dadurch, dass ich außen wieder angemacht habe, wurden gerade die Schilde geladen. Das hat sehr viel Energie gebraucht und unsere IR-Signatur und EM-Signatur ist dadurch natürlich sehr stark angestiegen, weil wir sehr viel Energie verbraucht haben. Das heißt, der Powerplant hat sehr stark gearbeitet, dadurch steigt unsere Signatur. Das können wir sozusagen hier ein bisschen einsehen. Was ist unser Heat Level? Wie heiß ist unser Schiff? Die elektromagnetische Signatur, die IR-Signatur, das sehen wir praktisch hier. Wir haben die Möglichkeit hier unten das zu unterdrücken, indem wir praktisch hier drauf drücken, dann werden die Signaturen wieder gesenkt. Hat einzig und allein aktuell die, wie soll man sagen, die Funktion, dass wir halt auf dem Radar der anderen Leute schlechter gesehen werden. Auch hier haben wir die ganzen Items nochmal angezeigt, wie beim anderen auch schon. Gehen wir mal hier rüber. Ihr seht jetzt schon, hier haben wir nochmal das gleiche Menü wie drüben schon. Nochmal das Systemsmenü, das haben wir praktisch an der Seite nochmal. Es gibt natürlich Schiffe, die haben mehrere MFDs, beziehungsweise haben natürlich mehr Funktionen, haben dadurch auch andere MFDs, beziehungsweise mehr MFDs. Genau, kommen wir hier zum nächsten Point. Im oberen Bereich haben wir unsere Schilde. Vorne, hinten, links, rechts. Aktuell alles auf 100%. Seht ihr auch oben, Usage ist praktisch voll aufgedreht. Und wir haben auch hier wieder eine Möglichkeit, unser Level der Schilde zu verändern. Das heißt, ich kann zum Beispiel jetzt das Schild nach links ziehen.
Das heißt, unser linkes Schild wird jetzt verstärkt und die anderen gehen dafür runter. Wir sehen das jetzt ganz schön hier im Menü. Wir sehen das auch oben links in unserer Schiffsverteilung. Ihr seht jetzt, das ganz linke Schild ist viel größer geworden wie die anderen, weil da einfach jetzt die Energie fehlt. Ist natürlich, wenn man im Fight ist und man wird zum Beispiel von rechts beschossen, könnte man jetzt mehr Energie bzw. die Energieverteilung der Schilde ändern, mehr auf die rechte Seite, damit die mehr aushalten. Wir haben auch die Möglichkeit, zum Beispiel kurz auf hier auf ein Schild zu klicken. Da bekommt es einen kurzen Overclock. Ihr seht das jetzt hier. Das bekommt praktisch eine kurze Verstärkung. Solange bis das hier abläuft. Ihr seht, es blinkt und der, ja, wie nennt man das? Die Leiste wird langsam kleiner. Und dann bekommt er sozusagen, wie gesagt, schnell mal einen kleinen Boost, den ihr anwenden könnt. Was vielleicht sinnvoller ist, wenn ihr in euch einen schnellen Fight befindet, als die Schilde immer so hin und her zu verteilen. Sinnvoller ist das natürlich, wenn man zu zweit oder zu dritt in dem Schiff ist. Dann gibt es verschiedene Stations, die man hat. Dann heißt, einer kann die Schilde kontrollieren, einer kann die Power kontrollieren, der andere ballert und der andere fliegt zum Beispiel. Macht natürlich in größeren Schiffen mehr Sinn. Hier können wir nochmal auf die Items gehen. Dann sehen wir natürlich nochmal die Bulwarks. Das sind unsere Schilde, wie vorher schon erklärt. Wir haben nochmal die Health-Anzeige, die Power-Anzeige, die Abnutzungsanzeige, also die Wear und die Heat-Anzeige. Beschränkt sich natürlich jetzt auf die Schilde. So, im unteren Bereich haben wir das Waffenmenü. Hier seht ihr schon ganz. Da können wir praktisch nochmal die Waffen ein- und ausschalten, beziehungsweise haben wir hier unten auch die Missiles. Wir haben aktuell zwei Missiles dabei, das haben wir auch schon im Rear Commander gesehen, das Rack kann zwei Missiles tragen, haben wir hier mit am Start. Genau, Waffe 1, Waffe 2 sehen wir, hier sehen wir auch nochmal den Power Usage, den wir haben. Was wir brauchen an Usage required, um dass die Waffen funktionieren und wie viel wir aktuell sozusagen haben. Wir können auch hier nochmal reingehen in die ganz speziell. Dann kriegen wir noch mehr Informationen. Da sehen wir dann nämlich auch alle. Weil das Problem ist, also Waffe 1 und 2, das sind die Systeme. 1 ist linke Maustaste, 2 ist rechte Maustaste. Das sind sozusagen die Gruppierungen der Waffen. Also Waffengruppe 1, Waffengruppe 2. Sehen wir nämlich auch hier. Waffengruppe 1 sind diese zwei Waffen. Waffengruppe 2 sind die M3A-Laser. Diese können wir, wie gesagt, hier einzeln an- und ausschalten. Dann sehen wir hier, was für ein Typ das ist und wie viel Munition wir zum Beispiel haben. Die M3A sind Laser, deswegen haben wir keine Munition. Laser brauchen keine Munition, denn die schießen natürlich mit Energie. Also die brauchen halt Strom. dann haben wir hier aber Gatlings dran, das sind die GT, das sind Maschinengewehr, um es so mal zu sagen. Und dann sehen wir sozusagen, wie viel Munition wir für die noch haben. Auch hier Energie, Haltbarkeitsstatus, Awareness, also wie abgenutzt sie sind und die Temperatur. Wieder rausgekommen. So. Genau, hier unten sehen wir dann nochmal unsere Flares. Das sind die Raketenabwehrsysteme, die wir sozusagen, da haben wir auch nur 20 Stück mit an Bord. Und das sind praktisch unsere Raketenabwehrsysteme, wenn uns jemand eine Rakete hinterher schickt. Oben haben wir dann natürlich nochmal Missiles. Da werden uns unsere Raketen angezeigt. Wir haben die Marksman 1 mit dabei. Was für ein Typ das ist und wie viel wir haben. 2 Stück. So, das war's soweit mit den Dingern. Wir haben hier oben die Möglichkeit, auf Menü zu gehen. Wenn wir die MFDs haben, mit Menü können wir sozusagen hier aussuchen, was wir uns angezeigt haben wollen. Das heißt, wir können zum Beispiel jetzt hier sagen, nee, wir wollen ja gar nicht die Waffen hier haben. Ich will gerne lieber hier die Schilde haben, dann können wir das sozusagen hier nochmal verändern. Und ich möchte hier die Kontakte haben. Könnt ihr euch da sozusagen anpassen, wie ihr wollt. Das geht nicht bei allen. Manchmal, ihr seht zum Beispiel hier, das ist, da könnt ihr es zum Beispiel nicht verändern, aber bei den ganzen anderen könnt ihr euch das so einrichten, wie ihr das wollt. So. Ups, jetzt hat mein Spiel kurz gelaggt. Das war es jetzt zum Beispiel mal zur Erklärung der Multifunktionsdisplays, eben kurz auch MFDs genannt.
Was haben wir hier in der Mitte? Hier in der Mitte haben wir Radar etc. und Flugeigenschaften. Dazu komme ich dann gleich, falls ihr euch jetzt wundert. Denn der nächste Step ist natürlich erstmal, wie wollen wir, wir wollen starten natürlich, wir wollen fliegen. Und das erkläre ich euch jetzt, wie wir das machen. Wie wir ja schon mitgekriegt haben, wir haben aktuell die Power eingeschalten, aber wir haben die Triebwerke noch nicht eingeschalten. Das können wir hier mit Engines on und off machen. Wir haben natürlich auch die Möglichkeit, das Ganze alles ein bisschen abzukürzen. Ich mache mal nochmal aus. So, wir haben auch die Möglichkeit, hier auf Flight Ready zu gehen. Dann wird das Schiff sozusagen komplett eingeschalten und flugfertig gemacht. Das heißt, jetzt ist alles Strom an, alle Schilde sind an und im Hintergrund hört ihr auch schon, die Triebwerke werden hochgefahren und sind an. Das heißt, unser Schiff ist an, wir sind flugbereit. So, sorry, ich muss noch mal einen ganz kurzen Cut machen, denn ich habe zu lange gebraucht und mein Schiff wurde einkassiert. Kann ich auch gleich sagen, wenn ihr zu lange braucht, um abzuheben, dann wird irgendwann euer Schiff despawned, weil ihr natürlich ein Landing Pad blockiert und das sozusagen für andere Spieler aktuell nicht verfügbar ist. Deswegen bin ich jetzt despawned worden, auch wenn ich in meinem Schiff drin bin. Das ist sozusagen vom Spiel her so gemacht. Deswegen jetzt, sorry, nochmal kurzer Cut. Genau, ich bin in dem Status, dass wir natürlich unser Schiff flight ready gemacht haben und wir bereit sind zum Abheben. Wie heben wir ab, ist eigentlich ganz einfach. Als allererstes achten wir darauf, dass hier unsere Maus in der Mitte unseres Schiffes ist. Das heißt, hier, ihr seht den blauen Ding in der Mitte. Das sollte so übereinander sein. Damit nämlich nicht das passiert, was gerade bei dem Kollegen da neben mir passiert ist im oberen Bild. So, aus unserer Maus also in der Mitte drücken wir eigentlich einfach nur die Leertaste und unser Schiff strafed straight nach oben. So, ich hoffe, dass der andere jetzt über uns weg ist, weil sonst rammen wir den nämlich gleich und das wäre ungut. So, das heißt, ihr könnt eigentlich erstmal ganz locker flockig einfach nur die Leertaste drücken und wir steigen nach oben. Tada! Das heißt also, Leertaste, Schiff, geht nach oben. Dann kümmern wir uns gleich mal darum, was ist, wenn wir nach unten wollen. Das wäre dann die STRG-Taste, die ich jetzt drücke. Dann fliegt unser Schiff einfach straight nach unten. Und es stoppt auch wieder. Bitte beachtet natürlich, dass ihr immer einen kurzen Bremsweg habt. Das heißt, wir haben immer ein kurzes Nachdingsel. Es ist so, wenn wir strafen, solange wir müssen die Taste so lange gedrückt halten, sobald wir sie loslassen, bremst das Schiff automatisch ab. Also Leertaste nach oben, STRG-Taste nach unten. So, wie strafen wir dann nach vorne? Das wäre dann ganz normal Taste Nummer 2 auf dem Keyboard. Dann strafen wir nach vorne. Das heißt, solange wie wir die Taste gedrückt halten, fliegen wir nach vorne. Sobald wir die Taste loslassen, bremst das Schiff ab. Das gleiche nach hinten wäre dann die Taste Nummer 3. Nicht auf dem Numblock bitte, ganz wichtig. Und somit strafen wir nach hinten. Das sind die Strafe-Tasten. Wie schon gesagt, ein Strafe bedeutet, so lange wie wir die Taste drücken, so lange fliegen wir in die angegebene Richtung. Lassen wir die Taste los, bremst das Schiff sofort ab. Das zum Strafen. So, wir sind jetzt natürlich erfolgreich gestartet, indem wir nach oben gestraft sind, beziehungsweise sind wir irgendwie nach oben gekommen. Ihr müsst natürlich ein bisschen aufpassen, deswegen habe ich euch auch gleich die Strafe-Tasten erklärt. Am besten ist Abheben immer im Strafe-Modus. Das heißt eben STRG, Leertaste 2 und 3 zum Landen und Abheben ist das eigentlich immer die beste Option. So, sind wir gestartet, müssen wir natürlich erstmal unser Landing-Gear einfahren, denn das ist aktuell noch ausgefahren. Das heißt, wir sind in dem sogenannten Precision-Mode, im Landing-Gear-Mode. Das hat den Hintergrund natürlich, wir wollen landen, das heißt unser Landing Gear ist ausgefahren und wir haben eine maximale Geschwindigkeit von 50 Metern die Sekunde. Schneller können wir in diesem Modus nicht fliegen, wir wollen aber natürlich schneller fliegen, deswegen Landing Gear einfahren ist mit der Taste N. So, dann seht ihr schon unten Landing Gear retracted, unten ist jetzt das Landing Gear deployed verschwunden, wir haben es auch gehört, der Computer hat es uns gesagt, beziehungsweise auch wir haben gehört, wie das Landing Gear eingefahren worden ist.
So, kommen wir jetzt zum Standardflug. Wir wollen also einfach mal geradeaus weiterfliegen. Dazu drücken wir die Taste W. Und wir sehen jetzt schon, dass die Anzeige unserer Geschwindigkeit unten nach oben geht. Wir haben einmal die Anzeige, um wie viel Prozent Schub wir praktisch haben. Wir sehen jetzt, wir sind auf 100% Schub und fliegen aktuell mit 195 Metern die Sekunde. Das ist praktisch, wir drücken so lange W, auf 100% zu kommen. Wollen wir etwas abbremsen, drücken wir die Taste S. Und dann seht ihr schon, es wird reduziert. Wir können zum Beispiel jetzt hier Prozent für Prozent runter. Jetzt haben wir zum Beispiel 50% Schub auf den Düsen. Und somit können wir abbremsen, bis wir natürlich mit S wieder auf 0 kommen. Und wieder auf 100. So, wir haben dann noch die Taste A. Taste A ist dann sozusagen wieder das nach links Straven ist er sozusagen. Auch wieder eine Strafe-Taste. Das heißt, ihr seht hier A und D. Wir bewegen uns nach links bzw. nach rechts, aber nur so lange, wie wir die Taste gedrückt halten. Hätte ich vielleicht vorher beim Strafe auch noch erwähnen können. Ich Idiot. Egal. Das heißt, links oder rechts? Wir bewegen uns links oder rechts. Wir bewegen uns aber natürlich, wenn wir den Throttle haben, auf 100%. Bewegen wir uns auch weiterhin nach vorne. Das heißt, ihr seht das jetzt hier so ein bisschen, wie die Sterne sich bewegen oder die Partikelchen. Wir gehen sowohl nach vorne, aber wir gehen auch jetzt aktuell ein bisschen nach rechts. Wenn wir aber natürlich links und rechts strafen, bremsen wir ein bisschen ab, weil wir uns natürlich so ein bisschen, also wir aktuell bewegen wir uns praktisch schräg. Dann haben wir natürlich noch die Drehung, die wir haben können. Das wäre dann die Taste Q. Für gegen den Uhrzeigersinn und Taste Nummer E mit dem Uhrzeigersinn drehen wir uns praktisch. Das sind jetzt so eigentlich die Basic Steuerungen, die wir mit der Tastatur haben und natürlich können wir unser Schiff weiterhin mit der Maus bewegen. Maus hoch, Maus runter, Maus links, Maus rechts. So fliegen wir natürlich eigentlich. Das heißt, ihr müsst natürlich nicht die Taste A und D und Strafe und sowas benutzen, sondern könnt das ganze Schiff natürlich mit der Maus lenken. So, jetzt sind wir so mal ein Stückchen weiter weggeflogen. Und ich drehe jetzt mal wieder um nach Port Olisar. Ihr seht praktisch, mit der Maus habe ich einmal gedreht. Wir haben natürlich jetzt die Möglichkeit, wenn wir ein bisschen schneller reisen wollen, weil aktuell sind wir natürlich nur mit 195 Metern die Sekunde unterwegs, was, ja, ihr seht schon, relativ langsam ist. Um schneller zu werden, gibt es ein Modul oder eine Funktion, die sich Afterburner nennt. Der Afterburner gibt uns sozusagen nochmal ein bisschen ordentlich Schub. Diesen erreichen wir mit der Shift-Taste. Ich drücke jetzt einfach mal die Shift-Taste. Wie beim Rennen auch. Drücken wir die Shift-Taste, werden wir beschleunigt. Ihr seht unten, blinkt die Anzeige AFB. Das bedeutet, der Afterburner ist aktiv. Und wir werden jetzt auf, wie soll man sagen, Maximalgeschwindigkeit geboostet. So, solange er blinkt, sind wir sozusagen... Ups, jetzt sind wir natürlich immer durch die Waffenzone geflogen. Genau, solange er blinkt, ist der Afterburner aktiv. Ich halte den Afterburner immer noch gedrückt. Also das heißt, die... ich sollte mal auf 100% gehen. Das heißt, die Taste haltet ihr so lange gedrückt, bis ihr praktisch auf Maximalspeed seid. Ihr solltet natürlich, wie gesagt, auch den Throttle auf 100% haben, wie ich jetzt. Und dann könnt ihr praktisch auf 100% beschleunigen. Es dauert eine ganze Weile. Ihr seht schon, jetzt sind wir aber schon über 1000 Meter die Sekunde. Gleich müssten wir eigentlich Maximalgeschwindigkeit erreicht haben. So, was ihr natürlich jetzt auch seht, in der oberen Anzeige, wo wir gerade eben noch 100 hatten, haben wir jetzt auf einmal die Anzeige 92. Das ist unser Afterburner Treibstoff, den wir haben. So, inzwischen haben wir Maximalgeschwindigkeit erreicht. Das heißt, die Aurora hat 1210 SCM Maximalgeschwindigkeit. Wir sehen jetzt unten, der Afterburner ist wieder zum SCM geworden. Das ist praktisch unsere Standardflug-Reisegeschwindigkeit, wenn ich das jetzt mal so ausdrücken darf.
Wie schon gesagt, oben haben wir jetzt Afterburner Fuel verbraucht, weil wir haben den Afterburner eingesetzt und somit sinkt die Spritanzeige, die wir oben haben, von 100 immer weiter runter auf 0%. 0 ist leer, um das klarzustellen. Was bedeutet, wir können den Afterburner nicht unendlich einsetzen. Ihr seht aber jetzt auch, dass die Anzeige mit der Zeit wieder steigt. Wir haben vorher 92% gehabt, inzwischen haben wir wieder 94%. Das hat den Hintergrund, dass die Schiffe ein Treibstoffrückgewinnungssystem in sich haben. Manche Schiffe ein besseres, manche Schiffe ein schlechteres. Das heißt, je nach Schiff lädt sich diese Anzeige unterschiedlich schnell wieder auf, indem wir natürlich im normalen Modus fliegen. Das heißt, diese Anzeige lädt sich nur auf, wenn wir fliegen mit Geschwindigkeit, also im Stehen oder so, wenn wir auf dem Planeten sind oder innerhalb der Atmosphäre lädt sich das nicht auf, wenn wir uns einfach nicht bewegen. Das heißt, wir müssen fliegen, dann wird praktisch der Treibstoff nachgefüllt. Es dauert aber natürlich eine ganze Weile. So, haben wir Reisegeschwindigkeit erreicht, also bei dem maximalen SCM-Speed, bleiben wir auf diesem Speed. Das heißt, ich habe die Taste natürlich schon lange losgelassen, wie ja schon erwähnt, und wir halten die Geschwindigkeit jetzt bei. Sollten wir aber den Kurs jetzt ändern, das heißt, ich nehme jetzt meine Maus und drehe einmal um, dann seht ihr schon, das Schiff bremst hart einmal ab. Beziehungsweise natürlich drehe ich jetzt komplett um, was bedeutet, wir fliegen natürlich in eine komplett andere Richtung und werden einmal komplett abgebremst und müssen dann praktisch wieder erneut beschleunigen. So, ihr seht schon. So, das heißt, wir sind jetzt, wenn wir den Kurs ändern, beziehungsweise wir können den Kurs, wie soll man das sagen, Beschreibung ist ein bisschen schwer. Wir können geringfügig den Kurs ändern, ohne dass wir sozusagen aus dem maximalen SCM-Speed rausfliegen. Wenn wir aber den Kurs zu stark ändern oder zu starke Manöver fliegen, dann ist sozusagen der Effekt des Afterburners wieder aufgehoben und wir droppen wieder runter, wie wir es natürlich jetzt haben, auf die 195 Standard-Speed. Das heißt, dann müssen wir natürlich wieder den Afterburner nutzen, um wieder auf unsere schlussendliche Maximalgeschwindigkeit zu kommen. Verbrauchen dafür natürlich jetzt wieder Benzin. Ihr seht das schon oben, wir droppen wieder runter vom Fuel her. Aber das ist eben, ihr könnt den Kurs etwas korrigieren, aber sobald ihr den Kurs irgendwie zu stark verlasst oder zu stark das Schiff irgendwie umherwirbelt, whatever, was auch immer ihr tut, dann werdet ihr aus dem Afterburner Speed, also dem maximalen SCM Speed, wieder rausgeschmissen. Nicht, dass ihr euch halt wundert, warum euer Schiff immer wieder langsamer wird, weil die Standardgeschwindigkeit sind eben diese 195er oder die 190, die wir haben, und Afterburner ist praktisch einmal geboostet, solange wir geradeaus fliegen, ist alles okay. Ihr seht schon, ich kann jetzt hier auch mal mit der Maus ein bisschen, seht ihr das, wir werden abgebremst, der geht wieder hoch, aber sobald wir da so ein bisschen verlassen, werden wir immer wieder abgebremst. Beziehungsweise er nimmt es jetzt auch wieder an ein bisschen. So, zack, sind wir wieder hoch. Aber jede Bewegung wirft uns sozusagen immer aus dem SCM-Speed ein bisschen raus. Er steigt auch wieder, wie wir gerade gesehen haben. Aber je nachdem, was wir tun, irgendwann fallen wir halt aus dem Speed auch mal raus. Deswegen nicht wundern. So, das sind jetzt eigentlich mal so die Basic-Bedienungselemente gewesen des Schiffes. Das heißt, wie können wir hoch und runter strafen, beziehungsweise uns hoch, runter bewegen, links, rechts, und wie kommen wir schnell voran. Jetzt stellt sich aber natürlich die Frage, wie kommen wir auch wieder runter? Und das zeige ich euch jetzt einmal. Wir kehren natürlich wieder nach Port Olisar zurück, jawohl. Bevor wir nämlich zum erweiterten Flug kommen, es gibt natürlich noch viel mehr Elemente, die ich euch aber im nächsten Video erkläre. Da geht es dann nämlich in die tiefere Materie der Navigation. Und das funktioniert dann nämlich nochmal ein bisschen anders. Zeige ich euch jetzt nochmal ganz schnell, wie wir denn unser Schiff auch wieder auf den Boden runterkriegen. So, das Prozedere ist eigentlich immer gleich. Ob wir an einer Raumstation ankommen, ob wir sonst wo ankommen, wir wollen wieder landen. Das bedeutet, wir nähern uns langsam der Raumstation.
Wenn wir landen wollen, müssen wir natürlich unser Landing Gear wieder ausfahren. Das bedeutet, wir drücken einmal die Taste N. So, dann kriegen wir unten den Hinweis Landing Gear deployed. So, das heißt, wir haben jetzt auch hier den Precision Mode. Ihr seht, das unten steht nicht mehr SCM, sondern PRE für den Precision Mode. Und das heißt, wir können maximal mit 50 Metern die Sekunde fliegen. So, wir dürfen jetzt aber natürlich nicht einfach irgendwo landen, weil da könnte ja jeder kommen, sondern wir müssten jetzt erstmal die Raumstation anfunken und um Landeerlaubnis fragen, beziehungsweise fragen, wo dürfen wir denn landen? Das tun wir ganz einfach, indem wir die Taste F drücken, dann auf unser Communication-Modul hier drüben gehen, und dann sehen wir hier nämlich Port Olisar Landing Service. So, diesen funken wir jetzt einmal an. Dann warten wir. So, dann bekommt er und sagt, hey, bitte lande mal. So, und jetzt bekommen wir hier angezeigt, blau, unser zugeteiltes Landing. Eben mit dieser blauen, ja, Umrandung, Schimmer, whatever. Genau. Wir dürfen jetzt auf keinem anderen Pad landen, außer auf diesem Pad, sonst erhalten wir eine Strafe. So, das heißt, wir fliegen langsam und gesittet zu diesem Landing Bay. Ihr seht schon, ich bekomme eine Warnung, weil ich andere blockiere. Das solltet ihr bitte vermeiden. So, wir haben jetzt verschiedene Möglichkeiten zu landen. Es gibt bei manchen Stationen gibt es die Möglichkeit, eine automatische Landung durchzuführen. Das heißt, wenn ihr noch nicht so erfahrene Piloten seid, drückt ihr lange die N-Taste. So lange, bis der Computer sagt, automated. Und dann seht ihr schon, mein Schiff wurde jetzt automatisch gelandet. Das ist der Easy Way. Landing complete und wir sind am Start. Wie gesagt, das ist der einfachste Weg zu landen, wenn ihr vielleicht noch nicht so ganz erfahren seid. Es funktioniert aber nicht auf jeder Station. Nur auf modernen Stationen, die ein automatisiertes Landesystem ermöglichen, da funktioniert das. Wenn es natürlich nicht funktioniert, dann müssten wir manuell landen. Das heißt, wir müssen die Landung selber durchführen. Das machen wir jetzt einmal ganz kurz. So, ich funke nochmal kurz an. So, ich fliege mal ganz kurz auch nochmal eine Schwalbe hier. So, jetzt haben wir nämlich auch ein anderes Landingpad bekommen. So, Moment. Ich guck mal kurz, dass ich hier reinkomme. So, zack. Landen ist eigentlich im Grunde genommen nicht schwer. Also solange ihr auch nur eine Aurora habt, das heißt, ihr schaut einfach, dass ihr langsam hier reinfliegt. Das ist immer so mein Tipp. So, jetzt ist natürlich wieder, was ich ja schon am Anfang erklärt habe, sehr sinnvoll, die Strafes zu benutzen. So, ihr seht eigentlich jetzt aktuell sehr gut, wir sind ein bisschen schief. Das heißt, wir drücken ein bisschen die Q-Taste, um erstmal gerade zu werden. Unser Schiff jetzt ein bisschen auszurichten, haben wir die Strafe-Tasten am besten. Das heißt, wir kommen nach links mit der A-Taste, kommen nach rechts mit der D-Taste. Das heißt, wir können uns hier so ein bisschen ausmitteln. Wir können nach vorne wieder mit der Taste 2, zurück mit der Taste 3. Ihr seht schon, das ist sehr präzise, was wir hier machen können. Kurz antippen, wir kommen ein paar Meter vor und zurück. Ein Tipp von mir, ihr könnt die Taste F4 drücken. Dann kommt ihr die Außenansicht eures Schiffes. Ihr könnt auch nochmal, dann könnt ihr praktisch immer hin und her wechseln. Um euch frei umgucken zu können, müsst ihr die Y-Taste drücken. Dann könnt ihr mit der Maus die Kamera bewegen. So. Ihr könnt rauszoomen, indem ihr die Taste F4 gedrückt haltet und mit dem Mausrad rausscrollt. Dann die F4-Taste wieder loslassen. Und so könnt ihr euch praktisch euer Schiff anschauen. So, jetzt sehen wir schon, wie wir ungefähr auf dem Landingpad stehen. Wir haben jetzt natürlich die Möglichkeit, unser Schiff zu bedienen. Das heißt, ich drücke jetzt die Taste D, wir gehen nach rechts. A, wir gehen nach links. So, jetzt können wir eigentlich super easy peasy unser Schiff, hier Taste 2 nach vorne, Taste 3 nach hinten, unser Schiff hier auszupendeln auf uns Landingpad. Ups, jetzt habe ich die falsche Taste gedrückt. So. Das ist eigentlich der einfachste Weg, manuell zu landen. Um natürlich jetzt runterzukommen, drücken wir wieder die Taste STRG. Das heißt, das strafen wir langsam nach unten. Ihr könnt sie einfach antippen. Immer wieder so, tipp, tipp,
Tipp, wir sinken ein, zwei Meter nach unten. So, jetzt können wir zum Beispiel sagen, wir können noch mal ein bisschen korrigieren, wenn wir das denn möchten. Also ich stehe jetzt schon perfekt, nur um das noch mal festzulegen. Wir können dann zum Beispiel sagen, ich bin noch ein bisschen schief, vielleicht noch mal ein bisschen die A-Taste, ein bisschen drehen. Ist natürlich jetzt völlig übertrieben, was ich hier mache. Aber um euch zu erklären, wie ihr am einfachsten irgendwo einparken könnt. Geht einfach in die Außenansicht, nutzt die Strafe-Tasten, zack, STRG und schon bin ich gelandet. Super easy. Ich drücke F4, bin wieder im Cockpit. Ganz wichtig, bitte auch die Y-Taste wieder drücken, damit ihr aus dem Freelook rauskommt. Und schon sind wir gelandet. Wenn wir gelandet sind, bitte natürlich einmal Power off. Ihr macht euer Schiff aus. Bumsi. Dann drückt ihr die H-Taste, um auszusteigen. Und ihr seid erfolgreich gelandet. So, das war jetzt ein sehr, sehr ausführlicher Einstieg in Port Olisar, in Spawn, im Schiff. Das Basic-Schiff fliegen. Nicht das jetzt einfach mal. Das war jetzt wirklich nur Start, Landen, vor, zurück, links, rechts, so nach dem Motto. Bisschen die Systeme erklärt. Im nächsten Video geht es dann weiter mit, wie soll ich das denn nennen? Wow, da hat es gerade eins zerdeppert, na? Im nächsten Video geht es dann weiter mit dem, wie soll ich das sagen, mit der Navigation. Das heißt, Sternenkarte, wie können wir jumpen, also Quantum Drive, wie jumpen wir zu Planeten etc. Wie landen wir auf Planeten, gibt es andere Stationen, was können wir alles entdecken, wo können wir hin und wie kommen wir denn in weit entferntere Gebiete in Star Citizen. Das ist ein Teil des nächsten Videos, Navigation nenne ich das einfach mal. Da wird dann alles weitere erklärt. Ich hoffe, ich konnte euch alles wirklich sehr ausführlich erklären. Das Video ist, glaube ich, mega lang geworden, aber es ist, denke ich mal, hoffentlich verständlich. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben, teilt es mit euren Freunden, die auch neu sind in Star Citizen und schaltet auf alle Fälle zum nächsten Video wieder ein. Bis dahin, ciao.